Hallo und willkommen zu meinem neuesten Let's Play Drawn Flucht aus der Dunkelheit. Der zweite Teil nach Drawn der Turm. Endlich geht's weiter hier. Ich liebe das Spiel und ich muss erstmal hier Einstellungen machen. Und ja, Musik machen wir ein wenig leiser. Und ja, so ist es schon in Ordnung. Und jetzt machen wir natürlich Anleitung fortgeschritten ohne Anleitung. Wir machen natürlich fortgeschritten. Wir wollen auch keine Anleitung haben. A young girl, destined to rule, but pursued by shadows. A trusted friend, broken. But not defeated. A tyrant, wrapped in the darkness, ambitious and cruel. Three beacons lay cold on the corners of a kingdom. If their fires are lit, shadows will be pushed into the night. But if they stay dark, they will be a reminder of a future queen. And her kingdom forever ruled by the night. Ja, und schon geht's hier los. Ach ja, endlich wieder Drawn. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier kann man wieder schon was zum Einsammeln und. Ich warte in der Bibliothek auf dich. Die Flammen der Türme müssen brennen. Iris. Die kann immer was anderes draufschreiben. Der Tyrann wollte Iris beiseite schaffen, doch du hast sie gerettet. Er hat auf der Suche nach euch beiden den Turm zerstört. Gut, dass du dich inmitten des Gerölls bei der Glocke versteckt hast. Du musst die Feuer der Türme entfachen, damit Iris Königin werden kann. Okay, Franklin. Mein lieber Franklin. Gibt's hier noch irgendwas einzusammeln oder so? Seht mal. Ist doch das Buch, oder? Nee. Das ist nicht das Buch. Naja, jedenfalls die Glocke, die wir da gesehen hatten. Ach, guck mal einer an. Die beiden. Die haben wir noch letztens noch gesehen. Und was ist das? Es fehlt der Hebel. Gut, dann gehen wir mal... Hallo? Hebel? Wo ist denn der Hebel? Der Hebel fehlt. Ja, wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Der muss dann ja wohl hier irgendwo sein. Und wieso? Hier. Zeichnung eines Seils. Verstehe. Ach so, okay, dann sehen wir das anscheinend nicht. Zeichnung eines Seils. Wo könnte man das Seil denn anbringen? Vielleicht dort oben? Also gehen wir mal nach oben. Finally, someone has come. My name is Franklin. This tower was my home. Iris' home. But was attacked by the king. He pursues Iris still. But she has escaped in the pages of a magical book. Find your way to the library in the town above. Save Iris. So much depends on you. Good luck, my friend. Dankeschön, Franklin. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Und seht euch das an, was hier passiert ist. Ach du meine Güte. Und unser Franklin. Das kann doch nicht wahr sein. Frankie. Hier, alles kaputt. Das gibt's ja nicht. Alles ist hier kaputt. Hier auch und dort und alles. Das gibt's doch nicht. Na sowas? Auf diesem Stück Papier ist der Umbruch eine Brücke zu sehen. Hallo. Ach so, das ist nur... Da kann man nur nach unten gehen, verstehe. Kann
Berlin liegt unter den Trümmern des oberen Geschosses. Schauen wir uns mal hier rein. Oh! Mhm. Okay. Ja, ich habe wieder ein bisschen was zu futtern dabei. Hebel. Ah, ein Hebel. Hebelwirkung. Dann gehen wir mal den Hebel hier hin tun. Ah. Nein. Mist. Es muss weiter aufgesperrt bleiben. Und mit einer Orange wird das wahrscheinlich nicht gehen. Naja, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Hier nach oben. Was gibt es hier noch so zu finden? Oh, armer Franklin. Na, tut mir leid. Ohne eine Art Brücke kann ich das Loch wegen den Trümmern nicht überqueren. Verstehe. Mhm. Und dieser rote Vogel müsste uns eigentlich dabei helfen. Ich bin zwar verbrochen, aber meine Seele begleitet dich auf deiner Reise. Wenn du Hilfe brauchst, klicke auf mein Konterfei oder was das heißt. Ich helfe dir, wenn ich kann. Wachtürme sind unsere letzte Hoffnung. Bewachung. Hm. Was ich esse? Pringles Ketchup. Was sonst? Hm. In der Vorhalle befindet sich ein großer Tintenfleck auf dem Fußboden. Ja, ich sehe schon. Was könnten wir tun? Leuchtendes Manuskript. Mhm. Wo ist der Vogel hin? Ist das hier nicht das Buch, wo er drin war? Was ist das hier? Ne, das war ja das hier. Und, Silbernote. Oder das hier eigentlich? Was bedeutet das? Ach, ich will es gar nicht wissen. Sag mal, mein lieber Franklin. Das Auge des Löwen leuchtet, wenn er es öffnet. Ja, nee, ist klar. Ups, betätige den Hebel und nimm das Spiegelglas im geöffneten Auge des Löwen mit. Das Spiegelglas? Ah, Spiegelglas. Und was mache ich jetzt damit? Hm. Schauen wir mal. Ja, das scheint schwierig zu werden. Sieh ich dieses Erdgeschoss an. Das ist ja schrecklich. Projiziere Mondlicht auf die Glocke. Moment kurz. Mondlicht auf die Glocke. Hey, komm schon. Ja, aber wie denn? Moment. Ein Stein! Das könnte helfen. Ha! Wenn die Feuer brennen, werden der Tyrann und seine Schatten fliehen. Nur du kannst die vorstehende Gefahr meistern. Leuchte den Weg mit dem Auge des Löwen. Das können wir auch bestimmt noch gut gebrauchen. Noch irgendwas? Nee. Sehr schön. Zurück. Nach oben. Mhm.
hier Phönix? Wie soll ich das mit dem Spiegelding machen? Sagst du mir das? Regel das spiegelnde Glas auf dem Mondlicht erhält Stein. Dem vom Mondlicht erhält ein Stein von der Glocke ab. Mhm. Nennt sich ja das hier. Ah. Ach so, okay. Oh! Papierflamme. Oh, und dann können wir jetzt da weiter. Und hier ist noch eine Papierflamme. Und da können wir auch weiter. Wie viele Papierflammen sind hier denn noch? Und ein Buch. Das Licht der drei Türme hat seit jeher die bösen Schatten vom Königreich ferngehalten. Als der Tyrann einfiel, erloschen die Flammen. Seit jener Nacht versteckte ich mich mit Iris in dem Turm. Vertreibe die Schatten mit dem Licht der Flammen. Nur dann kann Iris zur Königin gerührt werden. Kremlin. Aha. Wie süß. Nehmen wir mal hier was mit. Und hier ist noch eine. Was hat das wohl mit den Fischen auf sich? Ja, das frage ich mich auch. Mhm. Papierfetzen. Nein, das wird wohl nicht helfen. Trockener Pinsel. Ein Papierfetzen und ein trockener Pinsel. Bezeichnung einer Orange. Und ein Papierphönix. Gehen wir mal wieder zurück. Und was ist hier? Oh. Über die Planken. Ein großes Tintenmalheur. Vielleicht können wir das mit dem Pinsel entfernen oder so. Schauen wir mal. Haha, wusste ich's doch. Und nun? Zeichne mit einem Pinsel voller Tinte einen Umriss auf Papier. Auf was für Papier? Ich weiß schon. Ich hoffe, es ist auch die richtige. Cool. Bam! Du hast eine Brücke gezeichnet. Yeah, cool. Wir können zeichnen. Sehr schön. Und die können wir sicher hier hin tun. Oder. Ja, hab ich doch! Ah. Okay. Mhm.